9. September 1976. Es regnet, als Niki Lauda 5 Wochen nach seinem Feuerunfall auf dem Nürburgring nach Monza kommt. An Fahren ist nicht zu denken. Dafür steht der Fitnesstest durch die Rennärzte an. Weil der Veranstalter sagt, ich muss von 5 Doktoren untersucht werden. Wo geht er hin? Macht aber gar nichts aus. Na gut, er kann sagen, vielleicht sind meine vorstehenden Zähne ein Hindernis, hier den Grand Prix zu fahren. Da muss ich ihm recht geben. Die Fahrt zur Untersuchung nach Mailand, die erste große Hürde Richtung Comeback. Nach einer halben Stunde Warten und Bangen ist auch das erledigt. Tutto bene. Wahrscheinlich wollen sie sich ein bisschen wichtig machen, aber sie wollen sich natürlich auch absichern, weil sie mir gesagt haben, wenn da ein Unfall passiert am Sonntag, müssen wir es absichern. Nur ein Unfall kann immer passieren, es hat nichts mit einer Untersuchung zu tun. Bitte, wenn Sie wollen, kann man mitspielen. Mitspielen muss Lauda dann am Freitag, als Ferrari nicht nur ihn und seinen Teamkollegen Clary Gazzoni auf die Strecke schickt, sondern auch den Argentinier Carlos Reutemann als dritten Fahrer engagiert. Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich es von Ferrari sehr unfair finde, einen dritten Mann ins Team genommen zu haben, nämlich den Reutemann. Damit haben sie praktisch den Niki aus dem Bett geholt. Er muss ja praktisch jetzt fahren, sonst spielen wir seine Fälle weg. Sehr hoch anrechnen muss man dem Niki, dass er nach so kurzer Zeit schon wieder so agil ist, so fit ist und so fahrgeil ist. Es ist wirklich bewundernswert. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass er bald so fit sein wird. Wir wollten einen guten Fahrer verpflichten, um seinen WM-Rang zu sichern. Das hat alles nichts mit mir zu tun. Reutemann, eine gute Idee oder eine mala Idee? Reutemann, gute oder schlechte Idee? Das ist nicht meine Sache, aber 3 Wagen sind zu viel. Es macht mir Freude, ihn zu sehen, und er ist auch in guter Verfassung. Der Samstag. Lauda ist sauer, weil Rennleiter Audetto teamintern Regazzoni bevorzugt. Lauda will es allen zeigen. Vor den Augen seiner Frau Marlene. Nein, ich hab seine Krankheit, wenn man es Krankheit nennen kann, nicht ausgenützt. Zu sagen, Niki, jetzt musst du aufhören. Das wäre so falsch gewesen, weil ich wusste von vorne an, dass er es nicht machen würde. Sie haben einen Rennfahrer geheiratet und eben. Sie waren sich darüber klar. Ja. Und Lauda straft seine Kritiker Lügen. Er ist als 5. schneller als Regazzoni, Reutemann, schneller als sein härtester Rivale, James Hunt. Es ist sehr fantastisch, dass er so schnell genesen ist und auch vor allen Dingen so schnell sich wieder in dem Rennwagen der Formel 1 zurechtgefunden hat. Ich muss sagen, es zeugt natürlich auch von einem sehr großen Einsatzwillen, den er da zeigt. Denn er hat eben sicherlich nur einige Schmerzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr angenehm ist mit der Balaklava und dem Helm auf dem Kopf. Und mich beeindruckt sehr. Gerade sein 5. Platz natürlich im Training war sehr, sehr gut. Das Wesentlichste, glaube ich, war erstens einmal seine persönliche Einstellung zum Gesundwerden. Die Intelligenz und seine gesunde Lebensweise. Denn ich könnte mir nicht vorstellen, wie er zum Beispiel als Raucher überleben hätte können. Well, I can't remember a driver of prominence. Ich kann mich an keinen prominenten Fahrer erinnern, der so ein Comeback hatte, nachdem er dem Tod so nahe war und schrecklich verbrannte. So close to death and being so badly burned. The biggest fear of any racing driver is fire. Die größte Angst jedes Fahrers ist Feuer. Not only has come back from death almost, but he's come back from being involved in a big fire. And my admiration. Meine Bewunderung für Niki war schon immer eine große, aber jetzt geht sie darüber noch hinaus. His driving ability, it's his determination, it's his guts, his courage. And really, I take my hat. Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Der Sonntag. Lauda ist besser als Hunt, titeln die italienischen Medien 42 Tage nach dem Feuerunfall vor dem Duell mit seinem härtesten WM-Rivalen. Ich habe erwartet, dass Lauda gut ist. Ich bin ganz sicher, dass er im Rennen auch gut fährt. Für mich wird es ein Problem, wie für alle anderen auch. You talk to Niki a lot at Monza. Wir haben viel miteinander geredet. Er schlägt mich gerne, ich ihn. Für die Weltmeisterschaft ist ein scharfer Kampf zwischen uns beiden bis ans Ende. Nur gut. Ich hoffe, er gewinnt die Weltmeisterschaft. Jeder in der Welt würde ihm das jetzt wünschen, denn wenn er sie nicht gewinnt, gibt es keinen, der es verdient.
Das Rennen. Lauda in Reihe 3 startet schlecht und fällt auf Platz 11 zurück. Doch mit der gleichen Energie, die ihm wenige Wochen zuvor vor dem Tod bewahrt hat, kämpft er sich durch das Feld und wird am Ende Vierter. Ein Ergebnis, das in der Nachbetrachtung wohl wichtiger ist als viele seiner Siege und WM-Titel. Niki, bedarf es einer Geschichte wie dieser, dass man sich dann an diese Momente wieder erinnert? Oder ist es ohnehin so präsent, dass man da jeden Augenblick von diesem Italien-Grand Prix-Wochenende vor 40 Jahren noch im Kopf hat? Nein, ich habe alles vergessen, logischerweise. In 40 Jahren vergisst man einiges. Aber es ist schon emotionell, wenn ich das so sehe, wie ich mir das Ding da aufsetze. Weil die Schmerzen erinnern mich gleich wieder, was die anderen Fahrer gesagt haben, so wie hier gerade vorgespielt, habe ich überhaupt noch nie gehört. Das bringt natürlich jetzt schon wieder das Ganze zurück, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber meine würde ich jetzt nicht unbedingt. Aber die Emotionen sind dann, Niki, ist irgendwann in den letzten 40 Jahren irgendwann einmal der Gedanke aufgekeimt, dass es eigentlich unvernünftig war, nur 10 Tage im Krankenhaus, raus aus dem Krankenhaus, Comeback nach 42 Tagen. Sind diese Überlegungen irgendwann einmal gekommen, dass das... Null. Die Überlegungen waren eine andere. Ich wusste auf das Risiko, was ich mich da eingelassen habe. Im Spital war ich froh, dass ich überlebt habe, weil normal stirbt man. Und deswegen war für mich nach einer Entscheidung dann in Salzburg, wo ich gelebt habe, willst du weiterfahren oder nicht? Dann habe ich mit mir entschieden, ich möchte ein Comeback probieren. Das ist eine Herausforderung für mich gewesen. Und deswegen war dann ganz klar, je länger ich Zeit verstreichen lasse, desto schwieriger wird es. Weil je länger man wartet, ein normaler Autounfall auf der Straße, wenn man dann nicht in sein eigenes Auto wieder hineinsteigt, wieder das Gefühl kriegt für den Verkehr und das Auto, dann kann man solche Dinge bewältigen. Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, werden die Probleme immer größer. Das wusste ich von vornherein, deswegen war für mich klar, sobald ich gesundheitlich wieder fahren kann, muss ich da wieder hinein, um zu sehen, ob ich die Angst und den ganzen Unfall verarbeiten kann. Und das habe ich hier in Monza begonnen, es war sehr schwer. Am ersten Freitag konnte ich überhaupt nicht fahren, musste ich aussteigen, ins Hotel zurückfahren, vor lauter Angst. Samstag ging es besser. Sonntag noch besser und dann bin ich wieder im Sport drinnen gewesen, nach kurzer Zeit draußen, das war wichtig. Woher ist die Motivation gekommen? War es der WM-Fight gegen James Hunt, der hat in deiner Abwesenheit zwei Rennen gewonnen, oder war es auch der Umstand, dass Ferrari offenbar nicht, Enzo Ferrari offenbar nicht an das Comeback geglaubt hat, den Reutemann verpflichtet hat, war das auch zusätzliche Motivation, da tatsächlich Nein. reinzukommen ins Auto? Nein, bei mir war es eine klare Bewältigung eines Riesenproblems, nämlich in einem Rennauto, was mein Sport war, meine Arbeit war, meine Aufgabe war, fast tödlich zu verunglücken. Und wie ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich möchte wieder weiterfahren. Ich möchte weiter dieses Risiko auf mich nehmen. Ich möchte meinen Job einfach weitermachen. War dann eben die Herausforderung, wie bringe ich das wieder zusammen. Hat überhaupt nichts damit zu tun, welcher Druck von außen kam. Es war eine Entscheidung für mich selber. Ich will Rennfahrer bleiben und will wieder gewinnen. Der Freitag war extrem schwierig. Das eine Training abgesagt, weil es so stark geregnet hat. Das zweite dann noch immer bei starkem Regen. Und dann hat es geheißen, Niki Lauda hat selbst gesagt, Angstzustände sind da gekommen. Wie ist dann die Umkehr im Kopf gekommen, dass du dich trotzdem aufgerafft hast und am Samstag angetreten bist und dann beide Teamkollegen das wirklich sensationell ausqualifiziert hast, den Regazzoni und den Reutemann? Das konnte ich mir damals nicht erklären. Ich bin ja in Fiorano vorher gefahren, um zu sehen, ob der blutende Kopf mir ein Problem macht, ob die Schmerzen da sind. Und bin in Fiorano auf der Ferrari-Teststrecke eigentlich da losgefahren, ohne irgendwelche Ängste. Wie ich dann hierher kam, nach der Belastung am Donnerstag, mit diesem Medical Check, wo, glaube ich, Ferrari daran schuld war, noch einmal zu fragen, ob der Lauda wirklich fahren kann, weil er hatte ja schon zwei Fahrer. Die haben mir alle geglaubt, ich bin tot und komme nie mehr zurück. Diese ganze Belastung dann am Freitag mit dem Regen und da hinausfahren, war ich nicht in der Lage, die Angst zu überwinden, normal zu sein und dieses Auto wieder zu fahren. Damit war das für mich klar, zurück ins Hotel und denkt nach, warum. Muss ja einen Grund haben.
Da habe ich mir gedacht, ich gehe es jetzt am Samstag ganz anders an. Ich komme daher und fahre nur für mich selber. Ich schaue auf keine Zeiten von irgendjemandem. Mich interessiert das Rennqualifying nicht. Ich möchte nur in meine eigene Kraft, dieses Auto zu fahren, wieder zurückgewinnen. Ich bin ganz langsam, ich habe keine Zeit mehr angeschaut, habe gar nicht gewusst, wo ich bin. Und war dann umso überraschter, wie ich dann langsam immer schneller wurde, Vertrauen wieder bekommen habe, ans Limit gehen konnte, ohne Angst. All das ist wieder normal zurückgekommen. Und dann war ich schnellster Ferrari. Da haben wir gedacht, das ist nicht schlecht. Oder schon? Genugtuung, die zwei Tollen sind immer weitergefahren. Ich komme vom Krankenbett hoch und bin schon wieder schneller wie sie. Und besonders Reutemann, weil der wurde ja schon statt mir verpflichtet. Und dann ging es dann stetig nach vorn. Und dann war am Sonntag das Rennen und da hat es an diesem dramatischen Wochenende auch eine kuriose Szene gegeben, so ist es zumindest überliefert, dass du nicht wusstest, dass mit Ampel gestartet wurde, nicht mehr mit Flackenmann. Stimmt die Geschichte so? Ja, das war der größte Wahnsinn. Ich bin dann hinausgeschickt worden zur Startaufstellung und stehe dort, der Vierter war ich oder Fünfter, ja, eigentlich auf einer sehr guten Position. Gebe den Gang heraus und suche den Rennleiter, der normalerweise immer links oben steht mit der Flagge, um das Rennen zu starten. Nur die haben zwei Rennen davor, deswegen haben sie vergessen, mir das zu sagen, vom Rennleiter auf den Ampelstart umgestellt. Und ich saß ohne Gang da und plötzlich sehe ich da ein Licht angehen und alle fahren los. So, und damit war mein Start derartig verhaut, logischerweise. Weit zurückgefallen. Und ich war dann 13., glaube ich. Genau. Was natürlich in meiner Situation deswegen so fürchterlich war, weil ich plötzlich hinten mal im Verkehr gesteckt bin. Wenn du nicht das richtige Selbstvertrauen hast, dass du dann vorne mitfährst, unter normalen Bedingungen, nach einem normalen Start, war das wieder erschwerend für mich, in dem ersten Rennen nach dem Unfall. Und dazu kam noch, dass dann im Rennen zum Regnen begonnen hat. Damit den Slicks da im Regen rumturnen, braucht man wieder extra Kraft, die ich nicht hatte. Da war ich dann wieder besonders konservativ, habe wieder Plätze verloren. Und dann ist der Kurs aufgetrocknet und dann konnte ich wieder Vollgas nach vorne fahren und bin dann auch für alle Zuschauer plötzlich in Fahrt gekommen und bin dann ein super Rennen gefahren. Ja, Riesentrubel rund um Niki Lauda. Das Rennen hat schlussendlich Ronny Peterson gewonnen. Der vierte Platz von Niki Lauda, war der damals so viel wert wie ein Sieg, vielleicht sogar mehr? War viel mehr wert wie ein Sieg, weil ich habe meine ganzen Ängste nach diesem schweren Unfall überwunden, konnte in meinem Job weitermachen und bin dann danach noch einmal, glaube ich, oder zweimal Weltmeister geworden. Der Bruch mit Enzo Ferrari war damit besiegelt? War das Tischtuch zerschnitten? Das Tischtuch war... Wie sehr hat sich persönlich getroffen, dass er da den Reutemann von Brabham herholt als Ersatz? Ja, es war natürlich für mich eine noch schwierige Situation. Wenn ich wäre mit dem Regazzoni allein gefahren, hätte ich einen Freund neben mir gehabt, jetzt habe ich den Feind Reutemann gehabt. Also, dass Ferrari als auf sich fokussierter Teambesitzer, gerade in Italien, nur seine eigenen Hemd war ihm am nächsten. Er hat nie geglaubt, dass ich zurückkommen kann. Und er hat nur für sich selber gedacht, der Lauda ist weg, wie komme ich jetzt weiter? Und da hat mir schon eine gewisse Wärme gefehlt und besonders dann 77 in der nächsten Saison. Ich habe dann die Weltmeisterschaft um einen Punkt verloren gegen Hunt. Nur ein Detail, in dem Monza-Rennen war der Regazzoni vor mir. Und ich habe die WM geführt, obwohl ich im Krankenhaus war. Hätte Ferrari mir helfen wollen, hätte er mir mit einer Teamorder mit diesen einen Punkt locker vom Regazzoni holen können. Aber wurscht, Ferrari hat gesagt, wir dürfen alle fahren, wie sie wollen. Und dann 77 begann eigentlich das, was mir nicht gefallen hat, weil ich habe die WM verloren, jawohl. Da musste ich eine Augenoperation machen im Herbst durch die Verbrennungen. Und dann hat der Ferrari mir gesagt, der Reutemann ist die Nummer 1, ich bin die Nummer 2. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn das so der Fall ist, dann gebe ich ihm meinen Vertrag zurück, weil das steht nicht in meinem Vertrag. Und da war ein für mich wichtiger Moment, wo in Paul Ricard war der erste Test für die nächste Saison und da hat mir der Ferrari gesagt, das macht nur der Reutemann. Ich sage, warum? Ich glaube, das ist recht, das ist der wichtigste Test. Und dann hat er gesagt, ja gut, in meinem Vertrag steht das drin und du darfst am letzten Tag fahren. Und da bin ich da runtergefahren nach Paul Ricard, habe den Reutemann zugehört, wie er 3 Tage mein Auto testet. Und dann war die Ferrari-Mechaniker schon müde und gesagt, ja, den Lauda müssen wir auch noch fahren lassen. Dann bin ich am letzten Tag gefahren, habe das Auto umgestellt mit dem Vorderflügel und bin eine halbe Sekunde schneller gefahren wie der Reutemann, gleich wieder ausgestiegen. Da bin ich zum Ferrari zurückgegangen und sage, so, wer testet jetzt das Auto? Und dann hat er wieder Vertrauen zu mir gekriegt. Und es gab dann ein paar Dinge,
die mich nicht vorgemacht haben. Deswegen bin ich dann Ende 77 vom Ferrari dann zurückgetreten und bei Ecclestone gefahren. Also man hört schon, dass da eine menschliche Enttäuschung auch übrig geblieben ist, was sich viele fragen. Man kennt ja die Bilder, wie du dir dann die Balaklava vom Kopf gezogen hast nach dem Rennen. Unvorstellbare Schmerzen müssen es gewesen sein. Weißt du, wie groß waren die körperlichen Schmerzen, die du in diesem einen Rennen durchgestanden hast? Wieder erfahrungsweise relativ einfach zu erklären, die Schmerzen nach dem Unfall waren viel größer. Und wenn du mal richtige Schmerzen erlebt hast, wie Absaugen, Lunge und so weiter, dann bist du schon einiges gewöhnt. Das heißt, die Schmerzen, die ich dann hier hatte, die normale Wundschmerzen waren, wenn du keine gehabt hast, tut es dir weh. Aber wenn du schon die Lunge ausgesaugt gekriegt hast, war das dann für mich zum Vernachlässigen. Unglaublich. Gibt es hier in Monza einen Ort, der dich besonders dann an dieses Wochenende erinnert? Ich weiß, dass dieses Hotel beispielsweise, wo du damals untergebracht warst, das gibt es nach wie vor, hat mir ein Kollege, der damals auch schon dabei war, erzählt. Gibt es solche Erinnerungsorte, Erinnerungsflecken, wo dann das wieder hochkommt, dieses Nein. Wochenende 76? Monza alleine, jetzt mit der Frage von euch, 40 Jahre danach reicht schon, dass alles wieder zurückkommt.